Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Road 96. Ja, mittlerweile haben wir schon 3 Episoden abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, wie viele es hier gibt. Wir sind wahrscheinlich ungefähr bei der Hälfte gerade. Ich denke, dass es am Wahltag dann zu Ende sein wird, das Spiel. Ja, schauen wir mal. Wir fangen jetzt mal mit der Episode 4 an. Hello, Sonia Sanchez here. Welcome to the Sonia Show. In a news exclusive, I've learned the Brigades have recently attacked 2 officers transferring a prisoner. The Brigades overwhelmed the officers during a refueling stop and released the prisoners. Here tonight is Officer Green, who fortunately survived this brutal attack. Officer Green, can you tell us what happened? Well, me and Officer Thompson were refueling on our way to a more secure facility when we were suddenly attacked by at least 10 brigades. Terrible. These brigades, they're just violent criminals. Is there anything we can do to help? Yeah. If anyone knows anything about the people who did this, or have seen these fugitives, call the Sonia hotline or your local authorities at once. Thank you, Officer Green. Now let's take a moment to look at the latest candidate polls. Looks like Tyrak is still the preferred candidate. Aber nicht mehr lange. In a nutshell, voting for Flores equals voting for violence. Don't vote for violence. Vote for Tyrak. As you know, the Sonia Show is very concerned about our youth who continue to mysteriously disappear. Let's view today's missing teen report. Ja, Leute, jetzt können wir hier mal wieder Remember, auswählen. If you have any information, please call the Sonia hotline. Ja, hier haben wir sehr wenig Energie. Wird, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Aber ich würde sagen, wir riskieren das Ganze einfach mal. Vielleicht schaffen wir es auch einmal nicht über die Grenze. Das kann natürlich auch sein. And that has been the Sonia Show. 1406 Kilometer bis zur Grenze, liebe Leute. Und auch hier gab es wieder Fake News, also als wenn 10 Brigadenmitglieder da diesen Transport überfallen hatten. Das waren ja nur 2, glaube ich. Und die haben uns ja freigelassen, also die hatten keinen bösen Willen. Ist die Frage, was sie mit Zoe vorhatten. Sie ist ja die Tochter von diesem Ölbaron, der auch in der Einfolge bei dieser Demonstration vorne gesprochen hatte. Und der ist auch pro Tyrak. Also könnte es sein, dass es vielleicht was damit zusammen, dass es damit zusammenhängt. Gut, Leute, dann starten wir mal. 18. Juli 1996. Bluewater Hotel. I've seen that face before. Ja, und Sonjas Limousine steht hier mal wieder vor dem Gebäude. Jo, moin. Alles klar, Leute. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Das ist hier nur so ein Betonpoller, okay. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas Brauchbares finden können. Können wir hier in den Postkasten reinschauen? Nee, können wir nicht. Vielleicht in das eine oder andere Auto. Sieht auch nicht so danach aus. Aber vielleicht können wir hier den Wagen beschmieren von Tyrak. Das scheint so ein Werbewagen zu sein. Propagandawagen. Zumindest hier können wir vandalieren. Die Entscheidung hat Auswirkungen. Das sind wir ja schon gewohnt. Okay, da wäre der Eingang. Was haben wir denn hier Schönes? Okay, nur so eine Art Postkarte. Nach Geld suchen. Niederlage bei 77%. Schade. So, verrottende Lebensmittel wollen wir nicht essen. Können wir hier suchen? Nee. Gut, Leute, da würde ich sagen,
Was haben wir hier? Wenn Sie Informationen über den Funksender der Brigade haben, das haben wir auch schon des Öfteren mal gesehen. So, können wir hier noch was an der Limousine machen? Ich glaube nicht. Lass uns mal hier den Rückweg einschlagen, hinter das Gebäude. Vielleicht können wir hier noch was machen, erholen. Ja, hier können wir schlafen. Vielleicht haben wir aber auch die Möglichkeit, irgendwie in diesem Hotel hier zu schlafen. Ich glaube, das würde uns ein bisschen mehr Energie bringen. Oh, thank God you're here, kid. Was meinst du? You saw that beautiful limo out there, right? That's Sonia's. Wer ist Sonia? Patria's best reporter and number one celebrity. Hello? You're gonna deliver that champagne up to her. Do that, and I'll give you a room and at a discount. Warum nicht du? I do it myself, but it doesn't seem classy. And I fired room service last week. They were doing inappropriate things to the food. Na lecker. na gut, ich werde es tun. Of course you will. Now grab the bottle and get going. Sonia doesn't like to wait. Shoo, go! Ja, ja, einen Moment. So, hier können wir ein Tape abspielen. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Was haben wir hier noch? Kassette kaufen. Hier können wir für $10 eine kaufen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht, wenn wir nachher ein bisschen Geld haben. Champagner greifen. Karte für Motel-Mitarbeiter. Sehr schön, damit kommen wir wahrscheinlich in alle... in alle Räume rein. Okay, hier können wir schon mal nicht rein. Aufschließen. Ich muss hier nochmal kurz umschauen. So, das können wir nehmen. Ein weiteres Los. Vielleicht haben wir mal Glück. Immerhin. $5. So, das wollen wir nicht vandalieren hier. Was knacken können wir. Wir finden Autoschlüssel, mit dem wir dann vielleicht weiterreisen können. Was haben wir hier? Travis, ich weiß, dass du in diesem Hotel Treffen mit der Schwarzen Brigade veranstaltest. Versuche nicht, es zu leugnen. Du hast also bis Freitag Zeit, mir $10.000 zu zahlen. Ich bin nicht wählerisch und akzeptiere alle Art von Scheinen. Leg das Geld in den Briefkasten neben den Mülltonnen. Falls nicht, werde ich wohl Anti-Brigade-Hotline anrufen müssen. Ja, Leute, lass uns mal schauen, ob er da vielleicht sogar Geld hinterlegt hat. Was haben wir hier noch? Ein Tape. So kommen wir dann vielleicht auch ein bisschen zu Geld. Sollten wir da vielleicht vorher schon mal schauen? Neben dem Mülltonnen. Ich hatte gesehen, dass hier viele Mülltonnen sind. Gibt es hier einen Briefkasten? Da können wir nochmal vandalieren. Ich sehe ja keinen Briefkasten. Ich sehe nur diesen hier vorne, aber da stehen keine Mülltonnen. Nee, kein weiterer Briefkasten. Da vorne vielleicht noch. Da können wir nur die verrottenen Lebensmittel essen. Das wollen wir ja aber gerade nicht. Gut, schade. Also, so eine Art Briefkasten finden wir hier nirgends. Dann fahren wir mal mit dem Aufzug nach oben und bringen Sonia hier den Champagner. Hoffentlich ist sie ein bisschen sympathischer als sonst. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Adam, you're a loser and no one knows you. It's perfect. Yes, Sonia. And don't blow this. Yes, Sonia. Guten Tag. Ich würde sagen, wir gehen erstmal dran vorbei. Aber hier können wir nichts machen. So, bitteschön. Jesus Christ. Finally. Put it on the table and get the hell out. Na gut. Champagner abstellen. Wait. Take photos. Was für welche? Not that kind, perv. Just get behind the camera and I'll explain. Chop chop.
Habe ich eine Wahl? No. No. Job, job. Okay, wir schauen uns erstmal kurz um. Aber ja, hier ist nichts Besonderes. Kamera verwenden. Okay, here's the scoop. I've sent Adam, my driver, to meet two members of the Black Brigades in the warehouse across the street. While he talks, I want you to take photos. Got it? Warum machen wir das? Because no one's photographed their leader before. It's gonna be a huge story. Sollen wir das machen? Down here. You see me? Adam, bitte lächeln. We see you. What do I do if they start asking questions? You keep that trap shut. The kid and I'll tell you what to say through the earpiece. Now we wait. Kid, you got any questions? Any at all? Now's the time to ask. Okay, können wir nochmal eine Frage stellen? Vielleicht. Was ist Ihre Meinung zu den Brigaden? How do you think they make me feel? They want to topple a system that's good to me. I don't like them at all. Sie stören Flores nicht besonders. That independent doesn't have a chance in hell of winning. Okay, etwas später. Can I pee, Sonya? It burns. For the 100th time, no. Da kommt die Brigade. Okay, sie sind hier. Okay, I'm going in. Hey there, guys. Hey there, guys. Jesus Christ. Evening, Thelonious. Was für ein schrecklicher Name. I know. Sweetie Pie, take a photo. Okay, wir kommen, glaube ich, nicht drum rum. Let's talk inside. This better be good, Thelonious. Wie haben Sie dazu gebracht, zu kommen? We baited them. Thelonious there supposedly has important info. Adam! We can't see you! You gotta make them move! Guys, can we go somewhere else? The Feng Shui is off here, right? You're a very strange man. I got a bad feeling about this, R. Relax. We're looking for info on where Tyrak's gonna be. Nice! With that kid Alex's help, maybe we can take him out. Sir Thelonious, what can you tell us about Tyrak? Okay, Honeybuns, think fast. Numbnuts needs our help. Seid ihr wirklich Brigaden? How can I know for sure you two are real brigades? Maybe this is a setup. You can't, but waste any more of our time and I'll show you what real brigades look like. Frage nach Geld. Money first, then I talk. This guy is shady, R. Besteh auf das Geld. Money. Or I walk. Understand? Whoa, whoa. Let's stay cool. Okay, sie haben eine Waffe auf Adam gerichtet. Oh, Adam's a trooper. He'll be fine. You're not going anywhere. Tim, search him. He's got an earpiece, R. We need to go. No, we go on the roof. It's time for a more serious discussion. Oh. Auch das noch, Leute. Was sollen wir machen? Wir müssen die Polizei rufen. Oh, shut up, kid. Just keep taking photos. Whoever's listening, I sure hope your friend knows how to fly. Oh, hoffentlich schmeißt ihn jetzt nicht runter. Lass ihn gehen, oder? You idiot! Over there, R. At the window. We see you, kid! He's got a camera. I'm gonna count backwards from five. If I get to zero and don't have the camera, Thelonious goes over. Got it? Don't you dare give him the camera, Honeybuns! That's my story! Five,
Doch, wir retten natürlich Adams Leben. No! Good choice, kid. Grab the camera, Tim. We're getting out of here. What did you do? Sind sie verrückt? Weißt du das? He would have wanted you to keep the camera. Sie haben ihn dazu gezwungen. And to think I was gonna make you a junior producer? Oh, hi, Adam. Hope you're happy with yourself for ruining the story. Sorry, Sonya. Get out of here, sugar. For I tell the cops there's a missing teen in my room. Oh, oh. Ja, dann mal schnell weg hier. Okay, hier können wir noch zuhören. Hören wir nicht sonderlich viel. Gruselig. Können wir hier nochmal hören? Okay. Hier können wir nichts machen. Hier können wir nochmal zuhören. Okay. Gut, Leute. Fahren wir mit dem Fahrstuhl wieder runter. Und $5 haben wir. Ich glaube, dafür kriegen wir kein Zimmer. Dann müssen wir vielleicht wirklich draußen übernachten. Es sei denn, wir finden nochmal irgendwo Geld. What took you so long? Hoppla, ich habe die Zeit komplett vergessen. Well, anyway, here's a few bucks for your help. Naja, immerhin, $20 haben wir jetzt. Hope she talks about the blue water on her next show. I love Sonya so much. Okay, was kostet denn jetzt hier ein Zimmer? Wie wäre es mit einem vollen Rabatt? Fine. Hey, super. I guess. Was denkst du über die Proteste? Some people are never happy. I'd hate to be that miserable. So, wir schlafen dann mal eine Runde, damit wir ein bisschen Energie zurückbekommen. Ja, genau so. Hätten wir draußen geschlafen, hätten wir nur einen Balken bekommen. Gut, mal schauen, ob wir hier nochmal mit ihr sprechen können. Nee. Was können wir denn hier machen? $1 verwenden. Wo können wir anrufen? Missing Teens. Call 96112. Nö. Haben wir eigentlich nichts, aber wir könnten die Kassette vielleicht nochmal kaufen. Was ist denn, wenn wir da mal anrufen? 9211. Ne, 96112. Testen wir mal. This is the Sonya Hotline. Please note, any false information will result in criminal prosecution. Okay, also wir haben wirklich hier nichts zu berichten. Also legen wir wieder auf. Und wir können auch die Kassette hier kaufen. A Crazy Chase. Ja, warum nicht? Und dann würde ich sagen, fahren wir mal mit dem Auto los. Wir haben ja den Autoschlüssel. Und hier ist kein Briefkasten, Leute. Ich weiß nicht, welchen Briefkasten die meinen. In dem Brief. Oh, hier können wir nochmal rein. Ist die Tür jetzt auf? Ja, da können wir nochmal versuchen zu gewinnen. Wir haben gewonnen, $1 aber nur. Das ist natürlich nichts. Fernseher ausschalten. Okay, ansonsten ist hier glaube ich nichts. Hat sich hier noch was getan? Ein Briefkasten sehe ich hier nichts. Ah, Kreditkarte nehmen von Henry Denton und das Geld wollen wir natürlich auch. $20. Das ist der Briefkasten gewesen. $20 im Gegensatz zu 10.000 ist schon ein kleiner Unterschied. Aber gut, dann fahren wir mal mit dem Auto weiter, Leute. So, Auto stehlen.
Wir müssen ja zusehen, wo wir bleiben, ne? 1406 Kilometer bis zur Grenze. Und wir fahren jetzt einige Zeit, aber auch nicht sonderlich weit, wie es aussieht. Jetzt haben wir schon hier den nächsten Punkt erreicht. Mal schauen, was jetzt passiert und wen wir begegnen von den Charakteren. Wir lernen ja verschiedene Facetten von jedem kennen. Schwachpunkte oder auch pure Arroganz teilweise. The Wild Boys. Wahrscheinlich Stan und Mitch, genau. Get in, Mitch! With pleasure. You drive! Don't look at us! Okay, wir schauen die mal nicht an. Wir können die im Rückspiegel sehen. Schöner Stern an der Waffe. Ich glaube, jetzt passiert aber nichts. Lass uns die mal anschauen. Was wollt ihr, Jungs? Just do what we say. Watch it! Just do what we say. And you won't get hurt. Okay, die Waffen machen mich nervös. Shut up and step on the gas. Okay, wir geben Gas. Oha, wir werden schneller. Our motor not starting outside the laundromat after we rob it. Humiliating. You think I don't know that, Stan? It's your fault, you know. My fault? Oh, that's rich, Mitch. Hey Jungs, ich bin doch nur ein Kind, okay? You know what, Mitch? Maybe you should find another Robin partner. Well, maybe I should. Like this kid. Ich? Warum ich? Fine. Take the kid. He's clearly a criminal anyway. Moment, bin ich das? Hold on, hold on. Before we end the best Robin duo ever, let's take a deep breath. Yeah, we shouldn't rush into this. This is big. Ihr seid ein tolles Duo. I know. Let's put the radio on. It'll help us forget about the laundromat. Good idea. Okay, können wir hier noch was machen? Turn the radio on, numbnuts. Ja, ja, ist okay. A laundromat robbery happened about an hour ago. Ah, jeez. Witnesses say the two robbers, both dressed like they were into S&M role-playing, argued the entire time. Though the suspect only made off with $72 in quarters, they are said to be armed and very dangerous. If you see them, please call the police immediately. We're laughing stocks. And Sonya reporting it, no less. Oh, jeez. Ich finde, ihr seid ein tolles Duo. Well, I guess that's it. Stan and Mitch are breaking up. Go on and partner up with the kid. Yeah, I guess that's it. Wow. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, inwiefern das hier eskaliert oder ob wir aus der Situation auch nochmal rauskommen. Also schaltet gerne wieder ein. Bis dahin.